Gewürzöl ist unser Thema. Das größte Problem, was man ja mal hat, wie kriegen wir Geschmack in das, was wir kochen? Da sind wir ein bisschen eingeschränkt. Deswegen ist ein Gewürzöl, was wir auf Basis von Zitronenschale, Limettenschale, Orangenschale, ein ganz bisschen Schärfe durch Chili und Olivenöl machen. Dafür muss man fleißig Orangenschale reiben. In der Schale ist einfach der meiste Geschmack. Deswegen ist das der ideale Geschmacksträger für so ein Öl. Wir nehmen einmal Orange, Zitrone. Wichtig ist, dass man Biofrüchte nimmt. Gut ist, wenn sie auch nicht gewachsen sind. Limetten. Pro 100 Milliliter braucht man eigentlich eine Limette, eine Orange, eine Zitrone. So, jetzt packen wir das Ganze in ein Glas. Am besten eins, was man wieder verschließen kann. Die Chilischote, die schneiden wir nur ein bisschen an. Man sollte auch eine nehmen, die nicht so scharf ist, dass man gleich explodiert. Die packen wir noch so mit rein. Jetzt füllt man das Ganze einfach mit Öl auf. Verschließt das, packt es in den Kühlschrank und nach 24 Stunden hat man das perfekte Öl, um Sachen zu würzen. Fisch, Fleisch, Gemüse. Ist einfach immer eine gute Möglichkeit, mit relativ einfachen Mitteln tollen Geschmack an die Gerichte zu bekommen. Fertig ist das Gewürzöl.